Hallo und herzlich willkommen bei Happy Wars. Happy Wars gibt es seit gestern auf Steam, wurde glaube ich schon im März veröffentlicht, ist free to play und wie ihr seht, spielt ihr einen von den lustigen Eierköpfen hier. Das hier sind Krieger, es gibt Kleriker, Magier, aber ich labe hier nicht so viel rum. Wir zeigen direkt mal, worum es überhaupt geht. Verbindung mit dem Server, jawohl, zack. Spielen, mehr Spieler und suchen schnelles Spiel. So, jetzt müsst ihr ein bisschen warten, bis der Server genug Mitspieler ausgespuckt hat. Da geht schon los. Hossa sieht nach genug Spielern aus. Da geht es gleich jeden Moment los. So, da sind wir endlich. Für euch eine Sekunde, für mich ewige Zeiten. Über 2 Minuten muss ich jetzt warten und damit auch schon der erste Minuspunkt für das Game. Ja, ne, das ist. Stinkt dann natürlich ein bisschen, wenn man am Anfang warten muss. Bisschen doof. So, was sind wir denn jetzt? Hier sind wir gerade als Krieger gestartet. Oh, wir sind schon tot. Natürlich ein bisschen blöd jetzt gerade, aber macht nichts. So, da sind wir wieder. Am Anfang können wir aussuchen zwischen Krieger, Kleri und Mage. Hier ist die Map. Die blauen Punkte sind uns. Die ganz links war unsere Burg. Die blauen Striche sind diese Türme und hier kann man respawnen. Also wird jetzt drum gefightet. Die müssen halt, den hier müssen wir jetzt versuchen abzureißen. Eh festhalten, jetzt hämmern den Turm kaputt. Wenn der Turm kaputt ist, kann der Gegner hier nicht mehr spawnen. Dann bauen wir unseren Turm auf, dann können wir hier spawnen. Hacken, 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 hacken. Zack, hip hurra. Türmchen aufgebaut. So, jetzt müsst ihr aufpassen auf die Dinge am Boden, die ihr gesehen habt. Da hämmern die Fähigkeiten rein. Und dann sind wir schon bei den Fähigkeiten und... Und zwar seht ihr rechts so vieles Kästchen mit verschiedenen Zeichen. Und das ist ein bisschen schwierig. Wartet mal, ich muss mal hier versuchen, das Ding kaputt zu hauen. Komm her. So, jetzt gibt's. Auf die Rübe, auf die Rübe, auf die Rübe. Den kriege ich doch, den kriege ich doch. Kriege ich den oder kriege ich den nicht? Jawohl. Haben wir. So, den auch. Und den auch. Alle niedergemacht. Wunderbar. Was ist hier? Hier kann man aber bauen. Nee, das sehe ich nicht so. Also Fähigkeiten. Space-Taste festhalten, dann mit der linken Maustaste diese Fähigkeit aktivieren. Na, jetzt bin ich tot, egal. Fähigkeit aktivieren und dann macht er dementsprechend, was die Fähigkeit ist. Wir nehmen jetzt mal einen Mage. Den netten Kerl, den habe ich zusammengestellt. Die Fratze. Oh, hier rennt einer rum. Moment mal. Direkt, da rennt er. Rechts klicken, in dem Sinne Richtung halten. Seht ihr? Meine Feuerwelle treffen den. Und dann hat er richtig angaziert. Nur aus der Distanz ungefähr in die Richtung halten, schon treffen eure Feuerwelle. So, wenn ich jetzt Space drücke und auf den Knopf da, in der Mitte, das wäre so ein Eisblizzard-Dingsbums. Ui. Upsa. Was jetzt ist, ich glaube, jetzt muss ich Space drücken, wie blöd, damit ich mich wieder bewegen kann. Da war ich verzaubert. So, jetzt geht's runter. Attacke. Wir müssen natürlich unten den Kram da angreifen. Ich werde einfach mal runterhalten, dann werde ich mit Sicherheit einen von den Gurkenköpfen treffen. Nur ein bisschen zurück. Will ja nicht sterben. Ah, schnick, dann gehen wir mal da rein. Kann ich mich vorbeischleichen? Kann ich? Ach, verdammt! Sie haben mich doch gesehen. Mann! Schade, ich wäre gerne da vorbeigerannt. Ja, ihr seht, das ist voll die Hektik-Wuselei. Nehmen wir nochmal den Mage. Turm 4 und Attacke. Wie ich die Geräusche schon hier von dem Mannequin schon wegschmeiße und lachen. Ein riesiges Gehacke. So, und jetzt werden wir mal hier ein bisschen... Da ist noch einer, komm her. Oh, nee, nee, raus. Der macht jetzt eine Fähigkeit. Da, seht ihr. Zack. Wieder einen weg. Den machen wir auch noch weg. Raus aus dem Kreis und drauf. Das sieht gut aus. Komm, jetzt den Turm weghämmern. Hämmern, hämmern, hämmern. Oh, der wird von irgendeinem Gegen repariert. Der muss weg. Von der Seite kommen wir und Pfeile. Da werden wir dem mal einen einschenken. Hops. Neue, andere Fähigkeit, seht ihr? Die könnt ihr mit den Bewegungstasten lenken. Komm, schnell, 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 schnell. Und zack, neuen Turm aufgebaut. Wieder einen Schritt näher am Sieg. Dem werde ich mal da helfen, unterstützen. Seht ihr? Kabum, nächste Ding rein. Nochmal ein paar Feuerwelle hinterher geballert. Und wieder einer im Eimer. Sehr gut. So, und jetzt geht's rund. Das ist die gegnerische Burg. Wie ihr
oben auf der Burg seht, haben wir Verteidigungszeug aufgebaut, können Bomben schmeißen, können Pfeile schießen. Ich muss hier ein bisschen gucken. Das ist ein Rennen. Der Sausack hier versuchen wir einfach zu verbrezeln. Oder auch umgekehrt. Ich muss natürlich sagen, ich weiß noch nicht genau, was ich hier mache. Das ist der erste Eindruck. Erster Eindruck ist sehr spaßig, aber auch sehr hektisch und ein bisschen unübersichtlich. Jetzt für mich als Newbie. Meinst du, den treffe ich da? Gibt es denn das? Schenken wir den noch ein paar ein. Ah. Oh, 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 oh. Alleine bleibe ich da nicht. Ja. Au. Ich jetzt irgendwie wieder. Ah, Space-Taste. So, wunderbar. Hier haben wir mal außen rum. Gucken wir mal. Ah, seht ihr, jetzt wird meine Fähigkeit verändert durch Eis. Jetzt schieße ich nämlich nicht eine Feuerkugel ab. Aua. Lass mich in Ruhe. Boah, hat er mich schon wieder gehämmert, der Sausack. Ja, so, nehmen wir jetzt nehmen wir mal den Kleri und versuchen wir mal, da irgendwie auch so eine Fallschussanlage zu bauen oder eine Seite, eine Leiter zu bauen. Der Kleri ist nämlich hier nicht nur ein Kleri, kann Leute heilen und wiederbeleben, sondern er kann auch Klamotten bauen, ist quasi der Ingenieur. Der kann Leitern bauen, um die Dinge zu erstürmen. Da werden wir ja mal mithelfen, die Typen Platz zu machen. Wunderbar, haben wir geschafft. Und da ist noch einer. Auch noch umhacken. Yeah. So. Und jetzt, wenn wir hier schnell damit helfen zu bauen, dann bauen wir nämlich eine Leiter. Oh, oh, oh. Na, schaffen wir das? Oh, verdammt. Ich habe gedacht, wir hätten es noch geschafft, aber natürlich haben wir es nicht geschafft. Da, doch, doch, ich habe mich wiederbelebt. Da ist die Leiter. Jetzt kann man da hochrennen. Müsste man das Gitter kaputt. Boah. Der Turm muss weg. Eindeutig oben, der Turm muss weg. Da bauen wir hier jetzt einfach mal einen Turm hin. So, und der Kleri kann nämlich Material beschwören. Kann kein anderer, nur der Kleri. Und jetzt hämmer ich da mit E drauf rum. Seht ihr den Balken? Jetzt bauen wir auch mal so eine Fallschussanlage. Prima, niemand kommt. Können wir in Ruhe basteln. So, und dann können wir... Ah, da hilft gleich. Ja, hilft schon einer mit. Einen dicken Hammer. Wunderbar, zack. So, und jetzt geschützt drehen. Wohin schießen wir denn? Da oben kriege ich den erreicht. Oh, das sieht ein bisschen tief aus. Dann schießen wir mal Haupttor. Das Haupttor müssten wir kaputt... Oh, oh, oh. Da haben wir schwer Schaden abgekriegt. Hm, okay. Die da oben sind natürlich ein bisschen im Vorteil. Ist ja auch klar. So. Oh, den da. Den werden wir mal versuchen zu helfen. Warte, ich helfe dir. Au, 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 au. Ne, wenn ich so viel Pfeile in den Allerwertesten kriege, dann kann ich nicht heilen. Hm. Ja, mit der Space-Taste und die ganzen Fähigkeiten aussuchen ist wirklich etwas fummelig. Aber, da würden wir nochmal in den Griff kriegen. So, und jetzt schauen wir mal. Gehen wir wieder ein bisschen ran. Der hämmert da mit der... Da oben hoch, das war prima. Wenn wir ein bisschen die Tür bearbeiten aus der Distanz. Wow, wow, jetzt kriege ich eingeschenkt. Seht ihr oben, mein Lebensbalken geht runter. Ihr seht auch, der blaue Balken, das ist quasi mein Mana-Balken. Wenn ich die ganze Zeit hier magisch rumballer, dann geht der auch weg. Oh, seht ihr unten die Kreise? Wenn ihr euch dabei stellt und die 1 drückt, dann helft ihr, einem meiner Teamfähigkeit zu beschwören. Und seht ihr, das ist ein Tornado. Wunderbar. Das sieht gut aus. Der geht gegen das Tor und saugt die Typen durch die Gegend. Sehr gut. Ich werde jetzt mal mit meinen Zeugs da ein bisschen reinballern. Obwohl, wieder einen umgehackt. Den kriegen wir auch noch die Sau. Nee, habe ich nicht gekriegt. Aber egal. Ist ein Teamspiel. Boah. Ist ein riesiges Gemetzel. Das sieht so lustig und einfach aus. Ist aber echt schwierig zu spielen. Man braucht ein bisschen Übersicht. Macht aber einen Heidenspaß. Hier ist wieder so eine Teamfähigkeit. Ah, wenn ich mal da hinkommen könnte. Lass mich in Ruhe. Jetzt Meteorsturm rufen. Jetzt hat mich der eigene Meteor getroffen. Das kann ja wohl wahr sein. Nee, irgendwie anders da. Hiromi hat mich gekillt. Was nehmen wir denn jetzt? Nochmal der Mage. So, wäre doch gelacht, wenn wir die Burg in Stücke hacken. Von den Eierköpfen. So. Jawohl, der Tor hat jetzt richtig wieder abgekriegt. Wenn wir den da noch helfen, die Küche kacken, der weg. Hier hinten den auf. Lass das. So, auf die scheiß Tür immer weiter drauf ballern, ballern, ballern. Oh, die neue Teamfähigkeit. Eiserne Verlangen, das haben wir jetzt.
Dann werden wir wohl keinen Schaden abkriegen. Wunderbar, jetzt können wir Turm bearbeiten wie die Blöden. Und Sesam, öffne dich. Jawohl, die Tür ist offen. Bin leider verreckt. Egal, die Tür ist schon mal offen. Mage. Die kleinen Typen sind echt lustig, sehen auch gut aus. Gefällt mir mit ihren komischen Geräuschen. Die kleine Penisarmee rennt hier rum. So, jetzt renne ich schon mitten rein und zünde mal eine Fähigkeit. Mal gucken, ob das was bringt. Au, au, ich krieg's nur aufs Maul. Oh, au, au, au. Hab's derbst aufs Maul gekriegt. Aber seht ihr noch hinten links den Turm da auf den Treppen? Den Gilde zu zerhacken. Dann haben wir die gegnerische Base besiegt. Aber sieht noch schwierig aus, da reinzukommen. Von oben bin ich noch runtergeballert. Gehe ich mal mit Schild voran. Oh, geht noch. Und jetzt hier mal Wirbeling machen. Boah, ne, ich kam überhaupt nicht rein, ne? Sehr heftig. Dann müssen wir was anderes versuchen. Gehen wir mal mit dem Kleri. Versuchen wir außenrum irgendwie eine Leiter zu bauen. Den zweiten Eingang sozusagen. Das wäre doch. Da, seht ihr die Leiter? Jetzt drücke ich Space-Taste und jetzt kann ich Material beschwören. Material steht da und jetzt E festhalten. Jetzt wird da die Leiter gebaut. Oh, ich kriege Besuch vom Feind. Ist das ein Mage? Ja, da werden wir da schön geflickt drum rumlaufen. So. Bumm. Weg ist der Mage. Ich habe nämlich einen dicken Hammer für den Kleri dabei. Der macht richtig Aua. Die Gegenstände bekommt ihr durch Erspielen oder von Punkten. Ach, verdammt. Hier muss ich mich wieder erwehren. Und zwar bekommt ihr hier so Ingame-Punkte und davon könnt ihr dann auch Zeug an so einem Glücksrad kaufen und Zeug verbessern. Das habe ich noch nicht so richtig durchblickt. Auf jeden Fall geht es hier um Ausrüstung. Die Ausrüstung wird auch gelevelt. Ich schätze mal, desto länger ihr die Ausrüstung habt, desto stärker wird die. Die Ausrüstung kann auch verschiedene Zauberattribute haben, also noch Fähigkeiten drauf. Wie seht ihr, ich habe unten gerade 6 Fähigkeiten. Ich glaube, man könnte alle voll kriegen. Ich wollte den Tornado mit beschwören. Komm, beschwör doch mit Tornado mit. Los, Leute. Da ist er, jawohl. Ja, die anderen schreien, rennt um euer Leben. Da seht ihr, da fliegen die kleinen Scheiße schon durch die Luft. Wunderbar. So. Rein da. Rein da und zack. Heilungsfeld aufgestellt. Kommt jetzt mit. Helft mir in das Heilungsfeld. Au, au, au. Wo ist mein Heilungsfeld? Mein Heilungsfeld ist weg. Verkackung. Und schon bin ich wieder tot. Er sieht, es geht wahnsinnig schnell hier. Also wirklich erstmal einen Überblick bekommen. Kommen wir uns denn? Neue Kleri, oder? Ach, jetzt habe ich, nein, jetzt habe ich so ein Nackedei-Kleri geholt. Jo. Und zwar könnt ihr anscheinend drei... Der denn? Der versucht, auf unseren Turm zu hacken. Ich glaube, es geht los. Weg mit ihm. Sau. So. Zack. Jetzt habe ich Sprint gezaubert. Seht ihr? Jetzt renne ich da schneller rein. Ja, okay. Ihr habt für jede Klasse 3 verschiedene Figuren zur Auswahl. Ich habe natürlich immer nur von jedem ein bisschen ausgerüstet. Und ich renne jetzt hier quasi nackt durch die Gegend. Ist nicht sonderlich clever. Aber schissegal, damit muss ich jetzt bereit kommen, bis ich platt bin. So, jetzt bin ich platt. Ist ja nicht schlimm. Haben wir schon gewonnen? Ne, immer noch nicht. Da steht der Turm immer noch. Das dauert ja ewig. Kommen wir nochmal ein Mage raus. Das müssen wir doch jetzt schaffen. Kann doch nicht mehr lang. Ah, da. Zeit ist abgelaufen. Wir haben 5 Türme. Die anderen 0. Und jemand gewonnen. Hip, hip, hurra. Rein hier. Ja, jetzt können wir die restlichen Typen zerhacken, verhauen. Ich glaube, die dürfen sich nicht mehr wehren. Da, jetzt zeigen wir nochmal, wie das funktioniert. Hinrennen, E festhalten, wird der gegnerische Turm zusammengeschlagen. Seht ihr, rums, rums, rums. Baff, ach, den kennen wir doch von Ice Age, den Typ hier. So, jiha, gewonnen. Seht ihr, sehr hektisch, sehr witzig, aber macht doch jede Menge Spaß. Seht ihr, Geschenk erhalten. Da, neue Rüstung, Verteidigung und da unten Stärkeverzauberung, eisresistent. So. Die kann ich anziehen, mit wem ich will. So, Moment, jetzt gucken wir hier mal. Guck, der Krieger hat verschiedene Exp, der Kleri hat mehr Exp gekriegt, der Magier noch am meisten. So, Punkte insgesamt. Level Aufstieg, hip hurra. Hier seht ihr die Verteilung. Punkte. Natürlich kriege ich die meisten Punkte mit dem Kleri, den habe ich auch am meisten gespielt anscheinend.
Da ich bin im Moment 17. in unserem Team. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was los ist. Erster Eindruck ist, sehr witziges Game. Gehen wir mal hier raus. Macht Spaß. Ist kostenlos bei Steam. Wie gesagt, am 23.07. auf Steam erschienen. Gibt es aber schon seit März anscheinend. Hier gibt es noch Missionen. Wenn man die erfüllt, bekommt man extra Zeug. Hier kriegt man Tickets. Damit könnt ihr am Glücksrad drehen. Und hier bekommt ihr direkt irgendwie ein Kleidungsstück oder was das war. Hier, jetzt gehen wir mal zum Clary. Gucken wir uns den mal an. Zack, zeige ich euch noch gerade. Da, seht ihr. Verschiedene Klamotten dabei. Da, ihr müsst beim Gewicht gucken. Guckt mal, Gewicht 5 von 13, wenn ich den Hammer heben würde. Jetzt habe ich hier, bei dem Hammer habe ich 12 von 13, aber der 5 von 13, seht ihr, hat nur 40 Angriffswert, fast gar nichts. Hier sind verschiedene Klamotten mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen magischen Attributen. Ihr könnt die gefundenen Sachen verkaufen, kriegt davon Punkte, könnt dann zu so einem Glücksrad gehen, ihr könnt Gegenstände verbessern, alles mögliche, was hier noch zu machen ist. Der erste Eindruck ist wirklich gut, spielen ist witzig, macht Fun, mit mehreren Leuten bestimmt. Mal gucken, vielleicht lege ich noch eine weitere Runde hin, um euch ein bisschen aufzuklären, ob wie das geht mit der Crafterei. Ob es jetzt Pay-to-Win ist oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Ich habe leider ein bisschen drüber gelesen und da stand oft irgendwas mit Pay-to-Win. Das werden wir rauskriegen. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall witzig. Wenn ihr Bock habt, was Neues zu spielen, ja, würde ich sagen, guter Tipp. So Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Habe Erde. Tschüss. Stay there and cook.